So, hallo noch einmal, herzlich willkommen auf dem JFD Desktop von Guidance und hier zum Live Trading TV zur US-Markteröffnung. Kleiner Überblick, wo wir aktuell im Markt stehen, wie die US-Märkte eröffnen. Ich bin ganz ehrlich gesprochen sehr, wie soll ich sagen, irritiert gerade. Also besonders wenn ich auf die US-Märkte schaue. Wir stabilisieren uns da ganz entspannt, möchte man schon fast sagen, oberhalb von 20.000 Punkten, sind tatsächlich eher so in Schlagdistanz zum Allzeithoch im Dow Jones. Also sicherlich, dafür müssen wir noch 100 Punkte marschieren auf der Oberseite, aber 20.075 Punkte, das ist schon mal jetzt nicht so ganz ohne. Besonders wenn man sich dann anschaut, was der DAX uns bis jetzt dort vorgetragen hat. Wenn man sich anschaut, wie der japanische Yen heute performt, wenn man sich anschaut, wie der Bund Future performt, das sieht alles in allem eher nach Risk-Off aus, als dass es hier Grund gibt, irgendwie ja, zu feiern. Unglaublich schwierig weiterhin den DAX zu traden. Also der Kursverlauf, ja, also ist natürlich ein ziemlicher, also aus analystentechnischer Sicht muss ich ganz kurz da hinzufügen, ist das natürlich ein ziemlich großartiger Verlauf. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht heute früher an das Format DAX Long oder Short. Da habe ich einen Verlauf eingezeichnet gehabt. Ich müsste jetzt wirklich schauen. Vielleicht machen wir uns einfach mal den Spaß ganz kurz. Ich hole mal ganz kurz hier den YouTube-Channel drauf, wo ich das Video hochgeladen habe und dann gucke ich einfach mal, das war ja in der ersten Minute oder sowas, dass ich das thematisiert habe. Ganz kurz DAX Long oder Short und wir scrollen mal hier nach unten. So, also damit wir die Grafik hier haben, ich klicke mal kurz hier hin, mal kurz hier laufen lassen, 40 Sekunden, ich habe da ein Szenario eingezeichnet, kurz noch einen Blick. Dum, 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 dum. So. So. Das war das Szenario, was ich eingezeichnet hatte. Man erinnert sich daran, ich hätte da den möglichen Rücklauf zum Kassa-Open thematisiert gehabt. Stop oberhalb der Tageshochs, das war das Szenario, was ich eingezeichnet hatte. Da habe ich dann den Editor drauf geholt. Und dann habe ich noch ergänzend hierzu ein Szenario hingezeichnet gehabt. Kurzen Augenblick. Dum, 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 dum. Na, ob sich das jetzt lohnt, dass ich hier so Spielerei mache. Ich weiß ja nicht. So, ich glaube, jetzt kommt es gleich, dass der Markt dort möglicherweise auch nochmal neue Tageshochs markiert. Jetzt müsste das gleich kommen, dass ich das einzeichne. Und zwar geht der Strich dann weiter hier nach oben. Und dann habe ich anschließend gesagt, ich möchte in diesem Bereich eine Stabilisierung gerne zu sehen bekommen. Möchte einfach vermeiden, dass dass der Trigger, der potenzielle Long Trigger, dass der dort überlaufen wird und stattdessen der Markt eben neue Tageshochs erst markiert, so, und dann anschließend anfängt sich im Laufe der Folgestunden so nach unten zu bewegen. So, das ist natürlich ein großartiger Call, sieht natürlich super phänomenal aus, aber wie gesagt, analystentechnisch sicherlich eine feine Angelegenheit, tradingtechnisch unglaublich schwierig umzusetzen. Ich habe kein Setup heute getradet, ich habe mich im DAX komplett zurückgehalten. Wie gesagt, also wenn du einen Treiber aktuell brauchst, das ist auch ganz interessant übrigens, der DAX insgesamt. Also wenn man sich den Kursverlauf hier dann auch nach der Action, kurz nach der Öffnung anschaut, so ab 11 ungefähr ist es. Es war wirklich ein Seitwärtsgeschiebe unter ganz, ganz dünnen Umsätzen. Und plötzlich kommt eine Kerze rein. Ich habe zufällig auf den Chart geguckt. Ich hatte gerade da mein Update für den DAX vorbereitet gehabt. Und dann haben wir plötzlich hier einen Abverkauf gehabt, innerhalb weniger Minuten von rund 50 Punkten rutschen. Dann dümpeln wir hier wieder so seitwärts aus. Dann kommt der nächste Schlag nach unten, der nächste Schlag nach unten. Und wie gesagt, das geht eben einher derzeit. Wenn man sich jetzt mal hier den Verlauf beispielsweise im Bund Future betrachtet, das geht einher mit gleichzeitigen, ging einher, muss man jetzt sagen. Wir sind jetzt wieder dabei, unter die 163er Marke zu laufen. Das ging aber teilweise einher mit eben starken Aufschlägen auf den Bund. Also das heißt, wir haben hier wirklich stark anziehende Notierungen im Bund Future zu sehen bekommen. Gleichzeitig Dollar japanischer Yen, also japanischer Yen immer sehr gute Orientierung, wenn es dort zur Rückabwicklung von Carry Trades kommt, dann wertet eben der japanische Yen auf. Von Carry Trades wiederum. Das ist ein Indiz dafür, dass Marktteilnehmer aus risikobehafteten, hochverzinsten Währungen zurück eben diese Rücke abwickeln. Also, und die werden finanziert
mit eben niedrig verzinsten Währungen, mit Währungen, die eben günstig zu haben sind, so sage ich mal. Das ist eben dem japanischen Yen so das Paradebeispiel. Hochliquide, eine der meistgehandelten Währungen der Welt eben entsprechend, und so werden Carry Trades finanziert. Wenn es dann turbulent wird am Aktienmarkt oder generell an den Finanzmärkten, dann werden solche Carry Trades gerne zurück abgewickelt, um weitere Liquidität freizulegen. Und das ist dann genau dieser Moment, wo wir eben entsprechend eine Stärke im japanischen Yen sehen, weniger weil das ein sicherer Hafen ist, sondern eher aus der Perspektive, dass man eben hier argumentiert, das ist eine Rückabwicklung eben dieser Wetten, die dort eingegangen worden sind. So, der japanische Yen, wie gesagt, hat eben auch, fängt an, sich jetzt so ein bisschen wieder, ich sag mal, nicht zu fangen, sondern wird zurückgekauft. Also hier sehen wir zwischenzeitlich 14.30 Uhr, da haben wir teilweise mal kurz unter 112 gehandelt, werden jetzt wieder sehr massiv zurückgekauft. Mit Markteröffnung der US-Märkte, muss man ganz klar sagen, mit gleichzeitiger Eröffnung auch der Bond-Märkte in Chicago. Und ja, das ist eben, wie gesagt, erstmal so ein Anzeichen von Risk-Off, was sich dort niederschlägt oder was sich zeigt. Deswegen, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich aus dieser Bewegung im DAX machen soll. Also wenn wir uns jetzt hier mal die Stunde betrachten, wir sind in den Zielbereich gelaufen, den ich auch in meiner Analyse in meinem technischen Stück ja thematisiert hatte. Wenn die 600 fällt, habe ich gesagt, dann würde ich eben diesen Drop eben hier erwarten. Jetzt muss man natürlich sich Folgendes angucken. Der Bruch ist heute früh schon bereits erfolgt. Wir sind kurzzeitig unter 11.6 gelaufen, dann dieses Reversal und dann erst der Rutsch nach unten. Also insofern, da muss man schon sehr, sehr großzügig auch mit seinem Stop arbeiten, wenn man das eben trading-technisch umsetzen will. Wie gesagt, analystentechnisch ist das alles wunderbar gelaufen, aber das trading-technisch umzusetzen ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Jetzt aber, wie gesagt, Fakt ist eben auch rein technisch, es hat sich ja derzeit auch nichts verändert. Wir haben diesen Bereich getestet, aber damit es wirklich ein bisschen ja, potenziell auch volatiler wird, ist es eben nötig, dass wir auch in einem Bereich vielleicht um 11.400 Punkte laufen, beziehungsweise da drunter fallen. Dafür braucht es diesen Risk-Off. Den, wie gesagt, im Bund konnte man ihn durchaus ausmachen. Japanischen Yen habe ich auch eine Stärke gesehen mit dem Rutsch im Dollar-Yen unter die 112. Aber wenn der Dow Jones dann sich so präsentiert und hier oben um 20.089 Punkte gerade handelt, beziehungsweise wir gehen mal ganz kurz hier auf den Intraday-Handel, der hat jetzt gerade eben, zack, hier erstmal kurz nochmal neue Tageshochs markiert, ja, dann sieht Risk-Off komplett anders aus. Also es scheint irgendwie in den USA scheint eine andere Zeitrechnung gerade stattzufinden, das muss man ganz klar so sagen. Und ich weiß derzeit nicht so wirklich, was ich daraus machen soll. Ich persönlich würde sagen, ich favorisiere, oder ich würde es nicht persönlich nur sagen, sondern ich favorisiere weiter definitiv Short-Engagements. Ich sehe die Open Range hier, sich jetzt ausgebildet, nach oben 20.088 Punkte, nach unten 20.003. Ich sehe diesen kurzen Versuch hier auf der Oberseite. Also wenn ich jetzt sofort ein Setup eingehen würde, ja, oder wenn ich eins suchen würde, würde ich ein Short-Szenario formulieren, wo ich darauf abziele, einen Bruch aus der Open Range zu faden, also beziehungsweise den Markt vielleicht jetzt sogar Market verkaufen würde, den Dow Jones, und dann einen Stop setzen würde, den würde ich abhängig von der ATR, dreifache ATR, 45 Punkte oberhalb dieser Niveaus setzen. Also das hieß ja etwas anders. Ich würde Folgendes machen. Editor, kurzen Augenblick. So, also Down-Short-Idee. Ich würde den Markt jetzt Market verkaufen. Das ist jetzt die, gucken wir mal kurz auf den Kurs. Was verkaufen wir hier? 82. Ja, Entry Short. Das ist ein Market. 20.082. So. Stop-Läge mit der dreifachen ATR. 45 Punkte höher. Stop wäre damit die 21.000, im Moment andersrum, 127, so, Klammer auf, dreifache ATR, und das Ziel auf der Unterseite wäre dann eben, ja, neue TTs, also sprich, Rutsch unter 20.000, und damit hätte ich ein CRV, was sich ergeben würde, Moment, ich habe doch hier dreifache ATR, Verzeihung, so, Risiko, 45 Punkte. Und der Rutsch unter die 20.000 bedeutet dann etwas anders, dass eine Chance bestünde an der Stelle von 90 Punkten, 90 P, und damit kriege ich ein CAV von 2:1. Ja, man könnte dieses Bild dann auch sicherlich, wenn wir jetzt mal die Stunde uns betrachten, sagen, es ist nicht ganz das Hoch. Ja, man könnte natürlich auch einen Stop noch ein bisschen weiter setzen. Könnte jetzt sagen, ich setze einen Stop hier überhalb der Allzeithochs, das ist 20.140. Wobei ich sagen muss, wenn wir die 27 erreichen,
wie hier jetzt, ausgehend von der ATR beschrieben, dann sollten wahrscheinlich auch die Allzeithochs 13 Punkte höher durchaus erreichbar und realistisch sein. Und ja, das wäre das Szenario, was ich derzeit eben zeichnen würde. Wie gesagt, wobei ich derzeit so ein bisschen das widerwillig formulieren würde, ja, beziehungsweise nicht so wirklich den ich nenne jetzt mal Drive verspüre, das auch wirklich aggressiv zu traden, einfach ausgehend von der Tatsache, weil die Price Action sich etwas seltsam darstellt. Also für wirkliches Risk-Off, da sind die europäischen Aktienmärkte auch nicht stark genug unter Druck geraten. Die Price Action insgesamt in den europäischen Aktienmärkten, also ganz besonders orientiert am DAX, sieht irgendwie so, ja, wie gewollt und nicht gekonnt aus. Dass der DAX schwach ist, das zeigt auf jeden Fall jetzt die Tatsache, wenn man sich den starken US-Markt, die starke US-Marktöffnung anschaut, dass der DAX hier wirklich Schwierigkeiten hat, eine schärfere Gegenbewegung auf den Weg zu bringen. Also das ist wirklich Schwäche. Demnach würde ich derzeit, ausgehend von der Price Action, die wir es jetzt zu sehen bekommen haben, würde ich derzeit, wenn es jetzt keine besonderen Vorkommnisse mehr geben sollte, würde ich tatsächlich fast schon für morgen hier sagen, wir haben eine sehr gute Chance, dass wir eine ernsthafte Attacke auf die 11.500 zu sehen bekommen und dann wahrscheinlich auch einen Lauf mit Dynamik in Richtung der 11.4, die, sollte sie nicht halten, der Wegbereiter für weitere Action sein könnte. Die Frage natürlich, die sich stellt, ist, würde der Dow Jones dann entsprechend Folge leisten, käme der nur aus etwas höheren Gefilden angerauscht und würde die 19.700 dann attackieren, das wäre dieser Bereich hier. Den ich gleichsetzen würde, im erweiterten Sinne, mit eben der 19.700, Entschuldigung, mit der 11.400, Verzeihung, die 19.700 setze ich gleich mit der 11.400 im DAX, wo bei einem Bruch dann entsprechend im Dow Jones Abschläge denkbar wären, die uns 1.000 Punkte tiefer bis in den Bereich um 18.600 Punkte führen könnten. So, ja, das also aktuell, wie gesagt, Szenario kann man formulieren. Ich tue es ein bisschen widerwillig, weil wie gesagt die Price Action alles andere als optimal ist und besonders auch in diese Gegenbewegung bis jetzt ist das mutig, so sage ich mal, ist das super aggressiv, aber man sagt eben auch, dem Mutigen gehört die Welt. Und wenn der Dow Jones wirklich höhere Hochs machen wollen würde, glaube, dann hätte er hier eine gute Chance, das auch zu tun, und das tut er nicht. Ja? Also wirklich, wirklich jetzt dann auch weiteres Momentum auf der Oberseite sieht anders aus, das heißt für einen aggressiven, antizyklischen Versuch eventuell nicht die schlechteste Idee. Gut, dann soll es das meinerseits gewesen sein für heute. Wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting um 10.30 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schaltet rein auf den Guidance JFD-Stream und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Habt euch wohl, macht's gut, wir hören voneinander. Bis dann und tschüss.